Heute habe ich mal was ganz Besonderes mit euch vor, Freunde. Und zwar werden wir gleich zu einem Grundstück gehen. Und ich bin super... Bier! Ach, Horst, jetzt komm schon. Was? Das ist so unnötig, Horst. Ich wollte dich gerade ankündigen. Du bist gleich erst dran, Horst. Ach so. Das ist kein Bier. Das ist dummer Schwamm und der Nerv, bitte. Ey, guck doch mal. Ich habe Bier und Schnitzel. Horst, bitte. Oh mein Gott, ey. Ja, ich sag jetzt einfach, mach das jetzt bitte einfach zurück, okay? Ja, da Ich hab dir OP gegeben, weil du sollst keinen Scheiß machen, okay? Das war nicht der Sinn davon. Ach man, ja. Jetzt stell dich neben mich. Ich muss euch Folgendes sagen, Horst. Wir werden gleich zu einem Grundstück gehen in dieser Folge. Das ist ein... Horst, jetzt guck einfach in die Kamera. Ja, ja. Red ich jetzt um und ja. Guck... Ja, danke schön. Okay. Wir werden heute zu einem Grundstück gehen, Freunde. Und lieber Horst, du bist auch gefragt. Das ist ein ganz besonderes Grundstück. Ich bin gespannt, wie du das bewertest. Wir werden nämlich heute bewerten, Freunde. Aber, Horst, hast du gerade Bier getrunken, Horst? Ist das dein Ernst? Hast du gerade Bier getrunken? Ja, natürlich habe ich Bier getrunken. In der Aufnahme, vor Kindern, hast du Bier getrunken? Du hast mir viel zu viel Theater jedes Mal. So eine Scheiße. Überall diese komischen Menschen um mich rum. Du solltest dich einfach nur schämen, hier vor Kindern Bier zu saufen, wie so ein Verrückter, okay? Nein. Oh mein Gott. Also, Horst, weißt du was? Wir werden jetzt Grundstück bewerten. Es gibt 3 Stufen, ihr kennt das ja. Aber wir werden gleich eben noch zu einem ganz besonderen Grundstück gehen. Und da möchte ich mal deine Bewertung hören. Und ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt, Freunde. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Erstmal gehen wir zum normalen Grundstück. Ich mach mal einfach den. Ah, nee, warte, ich kann noch was anderes zeigen, Horst. Warte mal. Woher hast du das Bier eigentlich? Das hast du doch locker auch aus der Truhe, oder? Nee. Warte mal, Horst, gib mir das Bier mal. Nein, es geht einen Scheiß an. Wie, das? Bei Bier in Ruhe. Nein, Horst. Woher hast du dieses Bier? Sag schon. Das habe ich geschenkt bekommen. Okay. Es hat mir einer hingeworfen. Also, es geht auf jeden Fall um Folgendes, Freunde. Ich wollte euch noch sagen, dass die... Pass auf, die Supreme-Kisten sind jetzt raus. Das heißt, alle Leute, die Supreme in den letzten Wochen gekauft haben, die kriegen jetzt einfach mal gratis Supreme-Kisten. Die sind jetzt frei. Viele haben schon gefragt, wir können einfach mal eine in der Folge aufmachen. Ach du, los geht's. Zock, und da geht's auch schon los. Und wir gucken mal, was wir gewinnen. Das wollte ich am Anfang der Folge einmal zeigen, dass ihr wisst, dass das jetzt frei ist. Es hat lange gedauert. Mal gucken, was... Oh, das könnte sogar geil werden. Komm, ja, ein Bild... Ja, ja. Booster, komm, Booster werden auch gut. Oh, ich hab kein Bier durch. Ah, ich hab Bier. Oh, ich habe Abkes Weihnachtsgebäck gewonnen. Ja, moin. Also ist auf jeden Fall... Ja, da, ja. Guck, das habe ich bekommen. Das, warte mal. Das nimmt mir jetzt keiner weg, oder? Ich will das haben. Das ist... Das ist... Horst, das ist aber nicht das richtige Bier. Doch. Das ist Bier von Gorgo. Egal, Freunde. Ist auch egal, Freunde. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Wir schmeißen den Random-Generator. Und ihr wisst auf jeden Fall, die Supreme-Kisten sind frei. Ich wollte euch das so eben sagen. Und jetzt würde ich sagen, ich starte mal. Sag du am besten einfach mal Stopp, Horst. Ah, aua. Ich würde... Horst. Ah, stopp. Mach stopp. Okay. Ich muss hier weg. Ich hab's. Wir sind beim ersten. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah, du bekloppt hier. Oh. Hallo. Die stehen gerade vor einem Kamin, sehe ich gerade. Oh, hier ist schön warm. Ich setz mich hier hin. Du setzt dich da. Was haben wir denn hier, Horst? Was ist das hier? Es ist, glaube ich, so ein kleiner Aufenthaltsraum oder so. Ich gehe mal hier vorne hin. Mal einmal gucken. Oh, es ist komplett schwarz. Es ist so ein bisschen modern. Was ist das denn für eine Gothic-Bude? Die ist ziemlich dunkel, ne? Ich hör mal. Hör mal, nicht, dass die alle Probleme haben. Hier gibt es noch einen Keller mit... LOL, was ist das denn? Was? Yo! Was? Was? Was passiert denn? Ach, das war das Feld. Der hat eine automatische Farm. Alter! Hier ist gerade alles abgeflogen. Es ging gerade so ab. Was war das denn bitte? Lager und Spawner sind hier unten noch. Ah, ich stehe in der Wand drin. Ich sag dir, dass du im Game Mode bist. Ja, ich bin... Yo! Hier sind noch Guardians am Start. Das ist ja riesig nach unten, Horst. Warte, ich komm. Ja, ich gucke hier gerade ein bisschen... Ich bin halt nicht so cool im Game Mode unterwegs. What the hell? Das ist ja riesig. Hallo? Hallo? Ich sehe dich nicht, Horst. Wo bist du denn? Ich komme mal zu dir. Mal gucken, was du gerade machst, Horst. Horst, ich will ihn freilassen. Ach so, den Guardian? Ja, moin. Aber Horst, was geben wir denn jetzt für dieses Grundstück hier als Bewertung? Also, der hat auf jeden Fall eine riesenkrasse Farm mit Guardian-Zeug und Farmen. Aber sieht das wirklich so richtig krass aus? Ich finde, es ist schon gut, aber auch nicht krass. Ich finde scheiße. Hier ist kein Bierkeller. Kein nichts, keine Bar, gar nichts. Ja, Horst, du mit deinem Bier. Sack, wo man sich mal entspannen kann. Nichts. Horst, ich gebe dir dein Bier. Komm nach draußen, ja? Ich gebe dir dein Bier wieder. Komm. Ich komm. Komm mal her. Ich komm hier. Horst, wo steckst du denn da schon wieder fest? Ah! Was ein Scheiß hier! Und ich kann nichts kaputt machen. Jetzt komm da aus dem Scheißboden, Horst. Hier ist dein Bier und jetzt halt die Klappe, ja? Danke. Also. Horst. Aber ich muss wieder runter. Ist runtergefallen. Okay, dann mache ich die Bewertung jetzt einfach alleine. Ich würde sagen, ich tendiere zu einer Mischung aus Beacon und Diamant an der Stelle, weil es ist echt cool, es ist eine geile Farm drin, aber es ist auch nicht so richtig krank.
Deswegen würde ich sagen, ich gebe... Also von mir gibt es einen Beacon und einen Diamant. Und was gibt's von dir? Also ich bin ja dafür, dass ich dir... Moment mal. Ey, das ist doch... Moment, das ist Herbert! Herbert! Ey! Wer ist Herbert? Du schuldest mir doch 20 Mark! Du Arschloch! Wer ist Herbert? Er hier, das ist Herbert! Kennst du den? Kennst du den? Herbert, ey, Moment, nee, Entschuldigung, das ist gar nicht Herbert. Okay, kannst weitermachen. Ich gebe Ihnen einfach mal die Bewertung, die ich vorhatte. Ja, wir machen jetzt hier mal eine Mischung einfach, Freunde, aus Beacons und aus Diamanten. So, und dann, LOL, es hat YPEG schon bewertet, guck mal auf den Rand. Das gibt's doch gar nicht. Okay, dann schreibe ich mal hier hin. Oh mein Gott. Bewertet von Abke 8,1 von 10. Wir machen einfach mal 0,1 Punkte mehr als YPEX, die Sau. Wie cool ist das denn jetzt? Alter, jetzt kommen wir zu der Sache, die ich angekündigt habe, Freunde. Ich möchte euch jetzt ein Grundstück zeigen. Und Horst, du darfst ihn noch nicht umdrehen. Ja, bitte nicht umdrehen, genau. Ist es, ja? Oh mein Gott. Horst, wo läufst du hin? Das ist ja geil. Das ist, da ist gar nichts, Horst. Oh, ist das heftig. Horst, bitte, kannst du einmal ernst bleiben? Was denn? Du darfst nicht gucken, dreh dich wieder um sofort, dreh dich um. Freunde, ja. Ich muss euch was zeigen. Das wurde nämlich, ich sag dazu nichts, ich sag dazu gar nichts. Bewerten das Ganze jetzt und danach werde ich erklären, was das ist und was wir damit machen. Es wird was ganz, ganz Besonderes hier für so eine Plotzbewerten-Folge, Freunde. Ich zeig's einfach mal. Achtung, das hier. Horst, du darfst dich jetzt umdrehen. Komm mal mit. Also. Komm mal ganz langsam mit hier. Dieses Grundstück hier vorne müssen wir bewerten. Den Turm hier? Diesen riesigen Turm, diese riesige Burg. Also den Turm hier. Ja, einen schönen Kaktus. Was machst du denn jetzt schon wieder, Horst? Wo bist du denn jetzt hin? Ja, hier bei dem Turm. Horst, bitte, kannst du ein... Bitte, Horst. Ich meine nicht diesen Kakturm. Ich meine natürlich dieses riesige Mördschloss hier. Dieses kranke Ding, weißt du? Alter. Also wenn ich hier mal vorstehe, Freunde, es sieht doch einfach so heftig krass aus. Dieses Plot hier hat eine ganz, ganz besondere Geschichte, die werde ich gleich erzählen. Aber ich muss sagen, also wenn ich das hier bewerten müsste, und wir machen das jetzt einfach mal, Horst, in der Folge, bewerten das mal, ich würde wirklich eine richtig kranke Bewertung geben. Ich will da den VR sehen. Okay, wir gucken einfach mal im Game Mode 3, würde ich sagen. Hast du das schon mal gemacht? Oh, es ist gar nicht fertig gebaut, sehe ich gerade. Horst, guck mal, auf der Rückseite ist gar nicht fertig. Das ist ja nur zur Hälfte gebaut. Alter. Das ist eine Filmkulisse. Ich dachte, Leute, das ist hier komplett fertig, weil das so... Okay. Okay. Also dieses Grundstück hier wurde Zwieback gemeldet, müsst ihr wissen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich das hier bewerten müsste, ich würde auf jeden Fall von der Seite hier einfach eine 10 von 10 oder sogar eine 11 von 10 geben, wenn es das einfach gäbe, Freunde. Von der anderen Seite, gut, da müsste man vielleicht wieder einen Punkt abziehen, weil es einfach nicht fertig ist. Es ist halt wirklich eine Filmkulisse, Horst. Alter, what? Aber warum wurde das denn gemeldet? Verstehe ich jetzt nicht. Soll ich es echt verraten? Ja, ist doch alles easy. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Ich glaube, man kann das hier in den Truhen sehen. Das Ganze wurde eben, wie gesagt, Zwieback gemeldet. Das ist ein Moderator auf meinem Server. Und zwar, warte, ich gucke einmal rein, ist das hier drin? Wir müssen einmal kurz suchen. Moment, da sind wir. Wir sind ja in den Truhen, jetzt bin ich aber neugierig, Mensch. Komm mal zu mir, hier sind ganz viele Truhen am Start. Hier ist es auch nicht. Ah! Vielleicht wurde es auch schon einkassiert. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir können es sogar noch zeigen in der Folge. Aber, warte mal, hier ist es auch nicht. Da ist es auch nicht. Ist hier vielleicht euch. Wir müssen jetzt die ganze Truhe noch eben durchgucken, Freunde. Ich will es euch am liebsten zeigen, außer es wurde schon von Zwieback weggenommen. Wir gucken mal weiter. Hier ist es auch nicht. Ich glaube, er hat schon alles geleert. Ich glaube, es ist geleert worden. Außer du siehst noch irgendwo vielleicht eine geheime Truhe. Weil, ich kann es ja mal verraten, Freunde. Dieses Grundstück hier gehört gerade Zwiebackgesicht, weil das hier wurde beschlagnahmt, weil dieser Typ hier, dem das hier gehört, hat einfach dupliziert. Er hat einfach auf diesem Server dupliziert, Horst. Also, das Bier, was ich da rausgeholt habe, war also legit, ja? Was für ein Bier meinst du denn? Da war Bier drin. Du siehst überall heute Bier. Warte, das war da wirklich drin? Meins. Das kannst du gerne haben, das ist extra für dich auf dem Server. Bin ich gut. Also ihr müsst wirklich wissen, Freunde, dieses Grundstück hier, das müssen wir, und das machen wir jetzt zusammen in der Folge, das müssen wir löschen, weil der Besitzer hiervon, der hat richtig, richtig heftig dupliziert. In diesem Turnier hier war wohl ziemlich viel krasses Zeug. Zwieback hat das Ganze gemeldet und deswegen musste er das hier beschlagnahmen. Und wir werden jetzt Folgendes zusammen machen. Ich weiß, es sieht echt krass aus, aber Duplizierer müssen bestraft werden. Wir müssen nämlich uns um die Wirtschaft kümmern auf diesem Server. Und ich finde es auch einfach nicht okay, wenn ein Duplizierer jetzt hier auch noch ein krasses Grundstück behalten dürfte. Also deswegen, Horst. Du kriegst es nicht. Nein, ich mache jetzt Folgendes. Jetzt passt mal ganz gut auf. Pay Reset. Achtung. 3, 2, 1 und zack. Ach du heilige Scheiße. Damit ist jetzt einfach dieses riesige, riesige, riesige Grundstück komplett weg. Ja, das war aber auch mal ein paar Millionen jetzt. Und das tschüss. War richtig fett. Ich weiß, einige werden jetzt schreiben, warum löscht du das? Das ist doch voll fies, da war viel Arbeit drin. Aber der Typ hat dupliziert, Freunde. Und wer dupliziert, der kriegt sein Grundstück gelöscht. Strafe muss sein, sonst haben wir bald noch mehr Duplizierer.
Und deswegen ist das Ganze jetzt hier komplett weg. Und ich muss sagen, es tut mir fast schon ein bisschen in der Seele weh, weil es einfach ein richtig geiles Grundstück war, zumindest bis zur Hälfte. Der Rest hier vorne war ja nur eine Filmkulisse. Aber es war eine schicke Filmkulisse. Es sah richtig geil aus, auf jeden Fall. Soll ich dir mal was erzählen? Jetzt sieht dieser Kackturm hier schon wieder viel besser aus, wenn das Ding so dran steht. Der muss sich auch so denken, der Typ, der das hier gebaut hat. Mist, mein Nachbar kann so viel besser bauen. Jetzt sieht es so doof aus. Ja. Horst, einen machen wir noch, würde ich sagen. Sag am besten einfach mal irgendwann Stopp, okay? Okay. Es läuft schon ein bisschen. Und... Jetzt komm schon, Horst. Horst. Was? Du machst es mir nicht einfach in der Folge, dich zu mögen, okay? Stopp. Ja, danke dir. Oh, wo sind wir denn jetzt? Wir sind, glaube ich, bei einem Anfänger. Obwohl, nee, der hat Köpfe. Ich sehe gerade, der hat Köpfe. Er hat sogar richtig gute Köpfe, sehe ich gerade. Ja, welche? Jo, er hat sogar einen Common-Block-Köpfe. Ein Admin-Evil-Kopf? Ja, moin. Die sind auch aus deinen Truhen hier da, oder? Die sind teilweise auch aus den Truhen. Ja, richtig. Also, das ist auf jeden Fall krass. Er hat einen Admin-Evil-Banner noch im Keller. Warte mal, da gucken wir jetzt gerade einmal von außen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der noch nicht so richtig lange spielt. Oh, der hat sogar Supreme. Alter, alles klar. Er sieht mich auch gerade. Ich guck mal von außen. Moment, hier ist der Shop. Da gibt's noch Neta. Oh, interessant. Warte mal, wir gehen mal hier raus, Horst. Horst, hier ist... Ich bin mir nicht sicher, dass... Hier geht's nicht raus. Wo geht's denn hier raus? Hier ist eine Treppe. Hier. Ach, da ist... Hier ist noch eine Tür. Warte mal. Wo sind wir denn bitte hier? Ach, guck mal, wirklich. Der ist, glaube ich, noch am Anfang. Aber der hat richtig viele Köpfe am Start. Guck mal, wie viele Köpfe der hat, Alter. Ich bin mir nicht sicher, ob der am Anfang... Vielleicht baut der so. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken gerade mal nach. Hier baut der alleine. Nee, der hat sogar noch einen Freund, Lucaria. Und er freut sich auch. Hallo, guten Tag, Fioma 12. Wir grüßen ihn auf jeden Fall raus an dich. Der hat einfach richtig viel Köpfe am Start und so. Echt krass. Wo geht's hier nochmal hin? Ich geh mal ein bisschen durch den Keller stöbern, Freunde. Wir nehmen uns mal eine Fackel. Ey, bleib mal hier. Ich wollte dir was schenken, Mann. Was? Renn doch nicht einfach weg. Achso, du willst dem was schenken? Was schenkst du? Ach, dein Bier verschenkst du wieder, Horst. Ja, nur die Biere. Du hast jetzt dein richtiges Bier am Start. Ja, das kannst du schön behalten, Horst. Das behalte ich meins. Oder geh nochmal in den Keller. Was gibt's denn? Ich will mal gucken, ob der irgendwas Geiles hat. Moment, hier ist noch ein Shop. Was ist denn hier? Horst, kannst du einmal hier runterspringen für mich? Ja, ich muss G-Mode. Ich kann die Tür nicht auf und zu machen. Ja, komm mal hier einmal runter. Warte, wo bist du denn gerade? So, ich bin bei dir. Was willst du mir zeigen? Lass mal in dieses Loch hier runtergehen, was immer da gebaut ist. Ach du, los geht's. Was haben wir denn hier? Hier geht's ja immer noch weiter. Das ist so verwinkelt. Hier ist ja nochmal eine Treppe. Wo geht's denn hier bitte hin? Was hat der? Hier ist ein Lager. Hey, was macht der hier? Ah, der brennt Stein. Hä? Das ist eine Kabelfarm, glaube ich. Ja, hier, guck mal. Also, er brennt es auf jeden Fall nicht durch. Es wird nur geerntet. Es ist auf jeden Fall irgend so eine Kabelfarm. Ach stimmt, man bekommt ja bei die Erze, ne? Ja, genau. Es ist, glaube ich, eine Kabel. Wir können mal gucken im Game Mode 3, ob wir die vielleicht finden. Ich glaube. Ach ja, hier ist sie. Guck mal, ich habe sie gefunden. Ich bin hier. Ach, hier. Ach, hier, und da kann man richtig gut abbauen. Bist du gerade da? Ach nee, er baut gerade ab, sehe ich hier. Lol. Ah, der zeigt dir das jetzt. Ja, er ist gerade hier am Start. Richtig cool. Warte, ich guck mal von außen. Hat er noch irgendwas anderes? Hier ist noch ein krasses Lager, sehe ich gerade. Knochen, Faden und Spinnenaugen. Da farmt er auch noch so ein paar Monstersachen und so. Was haben wir noch? Und ich gehe mal noch unter die Erde. Dann ist hier noch eine Kartoffelfarm. Und hier hat er noch ein bisschen seine ganzen Materialien, die er braucht. Und was haben wir noch? Und hier ist das von oben. Okay, ich würde sagen, Horst, wir haben alles gesehen. Der Typ ist auf jeden Fall noch ein bisschen neuer. Da müssen wir auch ein bisschen drauf achten, dass der halt noch komplett... Was heißt neuer? Er muss nicht neu sein, aber das Haus ist neu, weißt du? Es ist noch nicht ganz fertig. Ich würde aber sagen, wir werten es trotzdem, oder? Warum nicht? Okay, ich habe mir meinen Garten noch angeguckt hier. Was geben wir? Oh, einer hat gerade dein Bier gewonnen, sehe ich gerade. Passi hat einfach gerade dein Bier gewonnen. Was? Ja, moin. Guck mal im Chat. Echt? Alter, ja, wirklich. Geil. Richtig krass. Wer hat Bier gewonnen? Ja, Passi weiß, wo das Bier hingehört, ne? Da kriegst du alte Horst, damit du mich triffst. So ist das richtig, ne? Wird schon getrunken auf dem Minecraft-Server. Ich möchte ihm einen Bierkopf geben. Du gibst ein Bier als Bewertung? Ja. Horst, das ist nicht zulässig. Warum? Du kannst ihm ein Bier schenken, aber du kannst es nicht als... Du kannst es höchstens hier auf den Rand stellen, so als... Deko, das geht. So? Ja, das ist okay. Ja, ist dann für mich, wenn ich das nächste Mal komme. Ja, dann ist genau. Horst, hast du schon viel getrunken? Bist du etwa betrunken in der Folge gerade? Ja, nein. Ich höre das ein bisschen raus. Du lallst. Nein, ich will nicht. Also ich würde sagen, jetzt mal Hand aufs Herz, Freunde. Das ist für mich nicht das Beste, aber es ist auch nicht das Schlechteste. Wir müssen ein bisschen darauf achten, das ist ein neues Grundstück. Ich gebe an der Stelle hier von mir einfach mal... Diamantblöcke. Einfach mal 4 Stück, würde ich sagen. Die kriegt er hier von mir. Und dann schreibe ich auch noch ein Schild. Und zwar bewertet. Er freut sich gerade auch voll. Bewertet von Abge und Horst. So,
tritt er ja noch ein schönes Schild, dann ist das Grundstück immer ein bisschen mehr wert. Ich muss mal schnell pipi. Horst, bitte, du kannst dich die ganze Zeit saufen und ständig dann Scheiße bauen in dieser Folge. Ja, die Leute denken sich, stell dir mal vor, ihr guckt jemand diese Folge und kennt dich nicht, Horst. Du denkst doch auch, du bist ein Asozialer. Der hat jetzt. Gott sei Dank. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich habe dich schon beobachtet. Wir haben deinen kleinen Lümmel gesehen. Ist auch egal. Freunde, ich mache noch eine Sache. Obwohl, ich glaube, ich habe es. Ja, warte mal. Ich würde sagen, ich schenke dir noch eine Kleinigkeit. Ich gebe einfach mal hier diesen Beacon. So, viel Spaß damit. An der Stelle werden wir jetzt auch die Folge hier beenden, würde ich sagen. Check gerne mal einfach den Horst ab, der hier in der Folge zwar nur Scheiße gebaut hat, Horst. Aber, ja, danke dir für gar nichts. Du bist heute der schlimmste Aufnahmepartner, den ich je hatte, weißt du? Heute ist eine Katastrophe mit dir, Horst. Sonst bist du ja halbwegs annehmbar, aber im Moment bist du einfach nur... Du bist schrecklich, Horst. Du bist schrecklich. Nur machst du Quatsch, weißt du? Ja, ich hab dich gerade nicht lieb, Horst. Ist nur Spaß, Freunde. Checkt Horst gerne mal ab, lasst ruhig auch einen Daumen nach oben da. Lasst auch bitte meiner Folge einen Daumen nach oben da, wäre richtig cool. Jetzt noch einen sehr schönen Tag. Haut rein, bis dann und tschüss. Tschüss.